Willkommen zurück, YouTube, zu einer weiteren Runde Deponia. Lass es geschehen. Wie immer vergesse ich diesen Spruch zu machen. Das soll ja mein neuer Slogan werden. Lass es geschehen. Und ich habe was übersehen. Ich habe in meine Videos, gucke ich mir alle regelmäßig nochmal an, weil meistens übersieht man was, wenn man das selber spielt. Das habe ich auch übersehen. Ich muss jetzt zu diesem Typen, der diese Getränke austeilt. Denn da habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Nämlich das da auf dem Boden. Einen roten Vorhang. Und dann kann man ja eins und eins zusammenzählen. Ihr wisst ja, was Stiere wild macht. Der ist ja jetzt auf Level 12, weil er ja die geile Mieze da an der Wand hängen hat. Und da habe ich mir doch einfach mal gedacht, nehme ich den roten Vorhang und leg den einfach mal da gleich rüber, damit der sauer wird, weil er die geile Sau da anguckt. So, mal auf gut Deutsch gesagt. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. So, und wir müssen noch Seife besorgen. Das werden wir alles noch tun. Weiter weiß ich jetzt nicht. Ich habe eigentlich nur das bis jetzt rausgefunden mit dem Vorhang. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder genau. Was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. So, und dann gehen wir den mal reiten. Wow. Oh. Gleich nochmal. Dann nochmal. Gleich nochmal. So, jetzt versuchen wir mal. Ab da weiß ich nämlich auch nicht mehr weiter. Also ich weiß nur, dass man den irgendwie zum Kochen bringen kann. Habe ich mir so gedacht, der Stier und das wütend funktioniert. Genug. Zeit für ein Rodeo. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. So schon mal nicht. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir dem Vieh das abnehmen sollen. Okay, so klappt das alles nicht. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oh ja. So, jetzt haben wir den Stier mal zum Kochen gebracht. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir dem Sack da die Soße rausnehmen. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Die Taurintanks sind jetzt auf. Und heute, liebe Kinder. So schon mal nicht. Das wissen wir ja jetzt. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Jetzt müssen wir wieder nachdenken. Das hier muss ich ja auch aufmachen, nur wie? Die Windschutzscheibe war ja dreckig. Puh, das könnte alles heißen. So, wir haben ihn jetzt erstmal heiß gemacht. Jetzt müssten wir mal kurz gucken, wo wir Wasser herbekommen. Das läuft ja immer hier rein. Läuft das jetzt hier rein immer? Weil das Ding ist, wir haben noch irgendwas übersehen. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Ah, nasser Schwamm. So geht das also. Das hätten wir uns aber auch schon früher einfallen können, YouTube, weil wir sind ja echt übertrieben oft an diesem Scheißding da vorbeigegangen. Ich hoffe, das reicht jetzt, um den Mist da sauber zu machen. Boah, das mit dem neuen Menü ist richtig geil geworden. Also an die Macher, super, super. Muss das wirklich sein? Ja. Wisch. Ah, jetzt gucken wir mal. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Aha. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name.
Schnitzipu. Das heißt, wir müssen ja dem Typen immer den Namen sagen. Vielleicht hat der jetzt den Schlüssel fürs Auto. Mal schauen. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Rufus. Genau. Immer noch. Mensch. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss. Wie war noch gleich dein Name? Mein Name war Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Oh, als Mädchen natürlich Pink. Pink. Pink, sagst du? Ja. Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ja, ich lebe. Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Schnutzipu. Ja, die Schnutzipu. Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Yes, wir haben den Schlüssel. Dann gehen wir mal zurück und schließen das gute Stück mal auf. Mal gucken, was wir da so finden. So, dann werden wir den mal benutzen hier. Bei dem Stier weiß ich halt noch nicht, was wir da machen. Yes. So, kann man hier irgendwas nehmen? Nein. Hebel. Ah, die Haube ist offen. Batterie. Er hat ja gesagt, irgendwie hat man. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Können wir das mit einem Bohrer machen? Ich will an die Batteriesäule. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die In. Ah! Yeah! Okay. Nur wie sollen wir jetzt die Säure auffangen? So? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Okay. Saubere Arbeit, Rufus. Gucken wir mal, ob wir das im Ballon füllen Was ich können. hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Ach du Scheiße. Was nehmen wir denn jetzt als. Das muss nicht umgefüllt werden. Ja, Schnauze. Was meinen die wohl mit. Das Problem ist jetzt, was nehmen wir denn jetzt als Behälter? Ich habe ja gar nichts. Der Zahnbohrer ist ja noch da. Warte nur mal. Handschweißgerät. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Da müssen wir mal gucken. Wo bekommen wir denn jetzt zur Hölle ein Gefäß her? Ach Mann. Hat Toni irgendeinen Scheiß hier? Kram. Hier ist nichts. Hier im Rathaus waren die ja leer. Halt! Wo willst du hin? Zum Bürgermeister. Dann zu deiner Wartenummer! Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Okay. Wir müssen nochmal mit ihr reden. Wir Hallo, müssen da Lotti. rein. Du schon wieder? Oh Gott. Bin ich jetzt endlich dran? Nein. Die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die. Wenzel. Genau. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Wir müssen von diesem Arsch von Wenzel die scheiß Nummer bekommen. Nur wie bekommen wir die scheiß Nummer? Wir können ja noch den Wenzel. Oh, Wenzel ist ein Arschloch.
Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Aha. Aha. Aha, okay. Ja, dann drehen wir mal hier den auf, ne, den Hahn. Wo können wir den Scheiß aufdrehen? Wo geht das? YouTube, wo geht das? YouTube. Hä? Wir konnten das doch letztes Mal aufdrehen, oder? Warum können wir das nicht aufdrehen, YouTube? Hä, war das nicht letztes Mal, dass wir das aufdrehen konnten? Wartet mal, wir haben doch jetzt da ein Loch reingebohrt. Jetzt müssen wir doch nur noch den nach oben folgen. Der hat doch da einen Schornstein, eine Schutzkappe dran, oder? Wo geht er denn jetzt hin? Wir müssen das Scheißrohr hier ranbekommen. Und dann muss die blöde Klappe nur noch auf. Oder muss das hier rein? Wo ist er denn jetzt? Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Das ist ja nur der Schornstein. Wo übe ich denn jetzt Pfriem? Das bringt ja nichts. Wenzel hat eine Schutzklappe. Wenzel hat eine. So, da haben wir jetzt schöne Löcher reingebohrt, ne? Wir müssen den Mist jetzt zum Überlaufen bringen. Warum können wir eigentlich nicht den Hahn einfach anmachen? Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Wie Wenzel immer. Das sitzt auch so schon fest genug. Ja, ja, bla bla. Dann holen wir uns nochmal einen Luftballon mit Helium. Weil irgendwas müssen wir hier machen, dass wir den Scheiß da reinkriegen. Wo ist denn nochmal jetzt der... Hier war das mit dem... Was ist das denn für ein Tier? So. Und jetzt habe ich noch eine andere Idee. Der Helium fliegt ja. Kann man das nicht da... Da besteht keine Fluchtgefahr. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte, ich würde sie damit niemals runterbekommen. Das muss doch irgendwie gehen. Weil das und das kombiniert bringt ja nichts. So gut wie gar nichts. Ach Mensch. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ja, ja. Da besteht keine Fluchtgefahr. So, jetzt ist ja das. Mann.
Da ist ein Loch in der Plattform. Da ist ein Loch in der Plattform. Fußfessel. Ach so, das schafft er dann, oder was? Die Fußfessel gehört doch da gar nicht rein, oder nicht?